Wahlkonfrontationen 2006. Heinz-Christian Strache gegen Peter Westenthaler. Mit Ingrid Turnher. Guten Abend zu einer Konfrontation von Vertretern zweier Parteien, die vieles verbindet und alles trennt. Aus einer Partei hervorgegangen stehen sich die Kontrahenten von BZÖ und FPÖ mit ähnlichen Konzepten und Programmen doch als heftigste Widersacher im innenpolitischen Spektrum gegenüber. Und das hat ja bekanntlich auch schon im Vorfeld dieser Konfrontation für einige Spannung gesorgt. Es ist notwendig, dass sich die Totengräber aus der FPÖ vertschüssen. Zitat Peter Westenthaler. Guten Abend, Herr Westenthaler. Schönen guten Abend, Frau Turnher. Danke fürs Kommen. Westenthaler hat die FPÖ verraten und verkauft. Mit dem BZÖ ist eine VP-Söldnertruppe entstanden. Mit diesen Herrschaften haben wir nichts zu tun. Das sagt Heinz-Christian Strache. Guten Abend, Herr Strache. Schönen guten Abend, Frau Turnher. Schönen guten Abend, Herr Westenthaler. Sie rittern ja quasi beide um das Erbe des bisher zweifellos erfolgreichsten Populisten Europas, Jörg Haider. Herr Westenthaler, wenn es nach Haiders Einschätzungen aus dem Jahr 2002 gegangen wäre, dann hätten Sie eigentlich gar keine guten Karten für diese legitime Nachfolge gehabt, denn da sagt er, Heinz-Christian Strache oder Magda Bleckmann haben neben Herbert Haupt das Zeug dazu, erfolgreiche Parteichefs zu sein. Das sind Leute mit Stehvermögen und Gesinnung. Hat Ihnen das wehgetan? Nein, man könnte sich jetzt wirklich dauernd gegenseitig irgendwelche alten Zitate ausrichten. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie interessant ist. Oder den Seher und die Zuseher, die heute da sitzen und die Unterschiede zwischen den beiden Parteien erfahren wollen, interessiert. Mir geht es um ganz was anderes. Und zwar würde ich gerne. Aber ich würde den Herrn Strache gerne etwas fragen. Ich habe ihn jetzt wirklich lang beobachtet, auch in der Zeit, wo ich nicht in der Politik war. Und was mir aufgefallen ist, Herr Strache, ist, was Sie eigentlich die ganze Zeit tun, ist nichts anderes, als dass Sie den Jörg Haider kopieren. Ja? In Gestik, Mimik, Sprache. Ich glaube, Sie tun ein bisschen üben vom Spiegel auch jeden Tag, dass Sie den Haider ein bisschen einstudieren. Und ich frage mich eigentlich, wie lebt es mit so einer inneren persönlichen Zerrissenheit, dass Sie einerseits einen jeden Tag kopieren, im Nachmachen, gleichzeitig ihn aber abgrundtief hassen? Das muss ja in der Früh beim Aufstehen, beim Spiegel, beim Zähneputzen ein Wahnsinn sein, wenn Sie da reinschauen in den Spiegel und der Haider schaut raus. Für Sie muss ja das eigentlich schon entsetzlich sein, mit dem jeden Tag zu leben und fast zu versuchen, in die Schuhe eines so Großen zu treten. Da kann nämlich leicht passieren, dass man stolpert oder dass man hinkt, das passiert dann meistens. Und das würde mich wirklich einmal interessieren, wie Sie das so machen. Denn ich sage Ihnen was, Herr Strache, wenn es den Jörg Haider und die erfolgreiche FPÖ in den 90er Jahren mit Peter Westenthaler, Susanne Riesbasser, Karl-Heinz Grasser, Patrick Bablé, Margot Hofer bis hin zu Horst Schender, bis hin zu dem Pauli Dremel nicht gegeben hätte, dann würden Sie halt gar nicht da sitzen, weil dann gäbe es auch nicht, dann würden Sie wahrscheinlich heute noch irgendwo Zähne ausschneiden und Gebisse schnitzen. Ehrenwerter Beruf. Aber Sie wären nicht da, sondern es wäre jemand anderer da. Und deswegen würde mich das interessieren, wie fühlt man sich wirklich dabei, wenn man den Haider jeden Tag kopieren muss? Ja, das ist eine schöne Frage, denn ich denke mal, dass Sie genau derjenige sind, der eigentlich die Haider-Kopie am besten darstellen. Denn ja, Sie sind eigentlich derjenige, der dem Herrn Haider überall hin wie ein Hund auch nachgelaufen ist. Und da habe ich also doch mich unterschieden, denn ich habe, als er seinen Weg verlassen hat und den freiheitlichen Weg verlassen hat, mich ihm entgegengestellt. Er hat einmal, und da gebe ich Ihnen recht, er hat einmal etwas Richtiges gemacht und er hat einmal einen richtigen Weg, einen freiheitlichen Weg verfolgt. Ist aber diesen Weg dann abgekommen. Und jetzt müssen wir schon auch eines festhalten. Dr. Jörg Haider hat noch in die Windeln gemacht, hat es die FPÖ schon gegeben. Das ist nicht seine Partei gewesen. Das ist richtig, aber das ist nicht seine Partei gewesen. Und die ist nicht im Besitz einer Person vor allen Dingen gewesen. Die FPÖ besteht seit 50 Jahren und er ist leider dieser freiheitlichen Partei untreu geworden und auch den Wählern. Und ich habe Verantwortung übernommen für die FPÖ. Ich habe das, was Sie hier letztlich auch an Schulden hinterlassen haben, saniert. Ich habe Verantwortung übernommen für die FPÖ und ich habe wieder eine freiheitliche, verlässliche Linie sichergestellt, wo wir ja auch dann in Wien gesehen haben, bei der ersten direkten Konfrontation zwischen dem neu gegründeten BZÖ und der Freiheitlichen Partei Österreich, dass die eine Partei hinter den Kommunisten mit über 1% ins Liegen gekommen ist, nämlich das BZÖ, und die FPÖ in Wien wieder einen schönen Wahlerfolg mit 15% feiern konnte. Und das zeigt ja, dass die Wähler heute ganz genau wissen, wer ihre Interessen, nämlich österreichische Interessen, am besten vertritt. Darf ich Sie nur fragen, zu diesem ach so tollen Wahlerfolg, der ist jetzt schon ein Jahr her und Sie sind 10 Jahre Gemeinderat in Wien. Und jetzt frage ich mich, was bringt es den Wählerinnen und Wählern in Wien? Nämlich gar nichts. Sie haben nicht einen einzigen Antrag im Wiener Rathaus durchgesetzt.
Es ist kein einziger Ausländer weniger geworden, weil sie nicht Verantwortung übernehmen wollen, Herr Strache. Sie wollen sich ins oppositionelle Eck stellen, das sagen Sie jetzt den Wählern wieder, und sagen, wir gehen in die Opposition, wir unterstützen vielleicht, und das ist ja das Skurrilste, was ich gehört habe, eine sozialistische Minderheitsregierung. Da läuft es ja jeden Freiheitlichen und jeden bewussten Demokraten kalt über den Rücken, wenn Sie jetzt diese Babak-Partie unterstützen wollen, auch noch in einer Regierung. Das wollen Sie machen, Herr Strache. Ich weiß nicht, genieren Sie sich eigentlich gar nicht, dass Sie zur großen Koalition zurück wollen, die wir, die 86er Generation dieser FPÖ, mit Rissbasser, mit Grasser, mit allen unseren Verbündeten, haben wir diese große Koalition in die Wüste geschickt 1999. Und Sie kommen daher und wünschen sich die wieder, noch dazu mit einem sozialistischen Bundeskanzler. Und da muss ich schon fragen, wo sind da Ihre Werte gewesen? Und wenn Sie mir vorwerfen, ich bin hinterhergejappelt und war mit dem Jörg Haider 1990 unterwegs, jawohl, und das unterscheidet uns. Ich stehe zu meiner Vergangenheit. Ich stehe zur freiheitlichen Erfolgsgeschichte in den 90er Jahren, denn ich habe sie mitgestaltet. Und ich würde auch nicht da sitzen, da haben Sie recht, ich hätte es diese Erfolgsgeschichte nicht gegeben. Nur ich stehe dazu und Sie vertschüssen sich von dieser Erfolgsgeschichte und haben auch die Leute nicht mehr, die Ihnen folgen. Wer folgt Ihnen doch noch? Nur der Vollständigkeit halber. Nehmen Sie sich selbst noch ernst, Herr Westphal. Herr Strache, nur der Vollständigkeit halber, über Sie hat Jörg Haider heuer gesagt, dieser intellektuelle Leichtmatrose gehört am 1. Oktober endlich abgewählt. Also er hat sich offenbar auch anders überlegt, was Stehvermögen und Gesinnung betrifft. Naja, da gibt es viele Zitate, die man zitieren könnte, so unter anderem auch das Haider-Zitat vom 2. November 2002, wo er sagt, der frühere Obmann, in dem Fall Jörg Haider, wirft Westenthaler vor, sich die Taschen mit Geldern aus Ämtern vollzustopfen, die er vor allen Dingen auch nur durch die Partei erreicht hätte. Und Westenthaler sagt damals auch im Kurier, da hämmert einer auf die Partei ein und da meint er Jörg Haider, um sie kaputt zu machen. Es wird also schon irgendetwas stimmen. Ausnahmsweise wird ein hoher Wahrheitsgehalt bei beiden dieser Aussagen vorhanden sein. Und das muss man mal festhalten. Natürlich ist es so, dass diese Herrschaften, die heute beim BZÖ sind, nichts anderes gemacht haben, als den freiheitlichen Grundsätzen untreu zu werden und für Macht alle Grundsätze aufzugeben und als Mehrheitsbeschaffer für die ÖVP den Steigbügelhalter zu spielen und überall Ja und Amen zu sagen. Und das sieht man ja auch inhaltlich, bitte Herr Westenthaler. Man sieht es ja auch inhaltlich bei den Themenbereichen, wo Sie im Parlament Ihre BZÖ-Abgeordneten für eine Osterweiterung mit Rumänien und Bulgarien gestimmt haben. Auf das kommen wir noch, Herr Strache. Bleiben wir doch bitte ein bisschen bei diesem Themenkomplex der Spaltung. Und da fragt man sich auch, Herr Westenthaler, unmittelbar nach der Abspaltung hat sich ja das BZÖ mit einem weitgehend ideologiefreien Themenmix präsentiert, deutlich gleichzeitig abgesetzt von den Ideen von Mölzer, Stadler und Co. Und jetzt wollen Sie der FPÖ am liebsten nicht nur den Begriff freiheitlich streitig machen, sondern auch die ureigensten Themen wie eben Law and Order, Ausländersicherheit. Ist das so eine Art Verzweiflungsakt, weil es bisher nicht so recht abgehoben hat? Ich sage halt, das, was draufsteht, soll auch drinnen sein. Ja. Bei uns ist freiheitliche Politik drinnen. Beim Herrn Strache, wo Herr Strache draufsteht, ist Stadler, Mölzer und Co. drinnen. Ja, die rechte Partie, die ihr da installieren wollt. Ja, die waren und ja wir, auch mal alle Mitglieder haben, bei Ihnen. Wir haben das breitere personelle Angebot. Wir haben den Veit Schale, den Bilderchef, den früheren, der 30.000 Arbeitsplätze in Österreich geschaffen hat, 2.500 Filialen aufgebaut hat. Wir haben die Frau Justizministerin Gastinger, die eine sehr, sehr erfolgreiche und beliebte Justizministerin ist. Und wir hatten in den 90er Jahren Persönlichkeiten, die heute nicht bei Ihnen sind, die sich von Ihnen alle verabschiedet haben. Und wissen Sie, was bei Ihnen einmal überbleiben wird? Sie sind der Sprengmeister von Knittelfeld. 2002 haben Sie gemeinsam... Das wissen Sie ganz genau. Herr Strache, tun Sie mich nicht unterbrechen, ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Sie sind der Sprengmeister von Knittelfeld 2002. Sie sind Hand in Hand mit Ewald Stadler Unterschriften sammeln gegangen und wollten diese Regierung sprengen. Und zwar die FPÖ, den FPÖ-Teil aus der Regierung. Und heute sind Sie doch der Handlanger des Systems. Sie sind schon so eine alte Systempartei, verhabert mit SPÖ und ÖVP. Jetzt zitiere ich einmal etwas. Schauen Sie mal. Da. Strache kann sich nach der Wahl eine rote Minderheitsregierung vorstellen und unterstützen. Wunderbar. Sie haben ein Interview gegeben. Oder lieber eine große Koalition als der Kanzler Schüssel. Wunderbar, Herr Strache. Sie sind doch schon lang im System. Und zum Dank dafür hat Ihnen die rote Partie, die SPÖ, gemeinsam mit den Schwarzen in der Wahlbehörde den dritten Platz zugeschanzt. Das ist die Wahrheit. Gleich bedankt. Und heute treten Sie an als jemand, der in Wirklichkeit das freiheitliche Lager mit solchen Aussagen verrät und verkauft. Weil wir sind gegen eine sozialdemokratische Regierung und zwar jeder kleine Funktionär in jedem kleinen Ort ehrenamtlich gelaufen, dass wir gewinnen 1999. Und heute kommen Sie her und wollen das Rad zurückdrehen, wollen eine
Regierung haben, der Privilegien des Proporzes, der Machtwirtschaft das und wollen sich als Steigbügelhalter der Roten in Wirklichkeit engagieren. Und das ist das, was man bekämpfen muss. Und deswegen ist der große Unterschied zum BZÖ da, zu einer jungen, modernen Kraft rechts der Mitte. Und deswegen ist es auch gut, dass es den Unterschied gibt. Wir sind Liste 5, ja. Sie sind Liste 3. Auch das sollte man den Wählern einmal sagen. Ich glaub, auch das noch einmal. Sie schon. Und das ist eigentlich, was uns unterscheidet. Herr Strache, bitte. Ja, nein, es ist halt wirklich lächerlich und absurd. Und ich verstehe, dass der Herr Westenthaler, der heute wie ein Ertrinkender quasi letztlich um sich schlagen muss. Aber vielleicht, wenn Sie dauernd den Kopf geschüttelt haben. Nein, natürlich, ich gehe darauf ein. Es ist ja zum Kopfschütteln verdorben. Diese Sache mit der Erklärung, Sie würden eine SPÖ-Regierung mit ich komme, darauf zu sprechen. Aber zuerst muss man auf den Sprengmeister zurückkommen. Der Sprengmeister in Knittelfeld war Dr. Jörg Haider. Dr. Jörg Haider hat am Sternhof, nämlich der Gebrüder Scheich, eine Sitzung vorgenommen. Wo Haider, die Scheich-Brüder, jener Scheich im Übrigen, mit dem Sie sich heute sehr, sehr gut verstehen, der damals als der Reiswolf in die Geschichte gegangen ist, na sicher, der Reiswolf ist ja, lassen Sie mich vielleicht einmal auch sprechen und nicht unterbrechen, wie Sie das vielleicht gewohnt sind, das ist zumindest also in Mitteleuropa üblich. Und da hat der Herr Haider, der Herr Scheich, der Herr Strutz und auch Hauptner damals am Sternhof ein Treffen gehabt. Und das waren die Herrschaften, die damals Knittelfeld herbeigeführt haben und die Funktionäre, die Ehrenamtlichen, die seit Jahrzehnten ehrenamtlich plakatiert haben und gelaufen sind, missbraucht dann in Folge. Und das war die Geschichte. Und wenn Sie heute versuchen, im Nachhinein die Geschichte zu verdrehen und dann Etikettenschwindel auch betreiben, und das ist ja die Methode. Sie sollten nicht Etikettenschwindel betreiben. Es hat ein unabhängiges Gericht eine Entscheidung getroffen, wo Sie letztlich auch eine Gerichtsentscheidung zur Kenntnis nehmen sollten. Sie sollten nicht mit Rechtsbeugung so agieren, wie letztlich das jetzt die ÖVP mit Ihnen gemeinsam vorgenommen hat. Sie sind auf dem Spielfeld, spielen mit uns ein Spiel in Österreich am Fußballfeld, wenn man bei dem Beispiel bleibt. Da hat ja gestern der Herr Pöll die Zuseher als Hooligans bezeichnet. Und das war jetzt ungebührlich, das sage ich auch dazu. Nein, das ist ungebührlich, denn wir sind am Spielfeld. Wir sind am Spielfeld. Wir sind am Spielfeld und spielen gegen die ÖVP-BZÖ-Mannschaft, die permanent Fouls betreibt, permanent versucht, den Schiedsrichter auszuschalten und nicht zur Kenntnis nehmen will, dass unabhängige Richter in einer Bundeswahlbehörde eine Entscheidung letztlich auch vorgegeben haben als unabhängige Richter. Und das wird immer in Frage gestellt. Sie stellen immer alle Gerichtsentscheidungen in Frage. Sie glauben die Gutachter. Die Gutachter, die sich heute wehren müssen mit einer Gegenklage. Lassen Sie mich ausführen. Rechtsbeugung wird betrieben. Sie versuchen Etikettenschwindel zu betreiben, haben versucht, den Namen zu stellen. Und das ist ja alles nicht rechtens gewesen. Und das ist gut so, dass das heute festgestellt wird und dass man sieht, wie Sie vorgegangen sind. Sie haben von den Ministern gesprochen, die so erfolgreich sind. Von Gastinger zum Beispiel. Von Frau Gastinger, die letztlich Gesetze gegen Kinderschänder nicht verschärft hat. Wo wir Realitäten erleben, dass heute Kinderschänder teilweise nach 3 bis 5 Jahren wieder freigelassen werden. Das sind Realitäten. Sie sind verantwortlich für über 300.000 zusätzliche Zuwanderer nach Österreich. Und versuchen heute, die Menschen zu täuschen auf allen Ebenen. Antworten Sie auf diesen Vorwurf. Sie haben ja selber gesagt, das stimmt alles nicht, was da zitiert wurde von Ihnen. Sie würden eine rote Minderheitsregierung schützen. Ich habe damals im Rahmen der Pressekonferenz gesagt, dass Herr Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel, wo Sie der Steigbügelhalter sind und wo Sie in Wirklichkeit gemeinsam Rechtsbeugung betrieben haben, wo sogar Heinrich Neisser von der Verluderung des Rechtsstaates gesprochen hat, dass da in der Republik erstmaligst man mit Rechtsbeugung gegen eine Oppositionspartei wie die FPÖ vorgegangen wurde. Und das ist eines Kanzlers nicht würdig. Da waren wir auch beim Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer und haben ein sehr ernstes und offenes Gespräch. Also der Herr Bundespräsident lebt der Äquidistanz. Und wenn Sie heute hier... Ein europäischen Diskussionsstil sollten Sie schon haben. Dr. Heinz Fischer ist Bundespräsident dieser Republik Österreich und Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass hier eine Mehrheit in Österreich ihn gewählt hat und dass er heute es versucht auch, die Unabhängigkeit sicherzustellen und die Äquidistanz sicherzustellen. Mhm. Und das hat er getan. Und ich bin sehr froh darüber, dass er das auch sicherstellt in dieser Republik. Und darüber sollten wir sprechen. Wir sollten darüber sprechen, wie es sein kann, dass ein Kanzler mit einer demokratisch nicht legitimierten Partei wie Ihnen eine Regierung fortgesetzt hat, mit Personen, die Mandatsraub begangen haben, mit Personen, die keinerlei demokratische Legitimation jemals erhalten haben, dann müssten wir wirklich darüber nachdenken, ob das der richtige Kanzler ist. Und da gebe ich Ihnen recht. Und das war genau der Punkt. Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Wolfgang Schüssel
mit diesem Verhaltensmuster, mit den Negativrekorden von Rekordzuwanderung, Rekordkriminalitätswerten, von Rekordinsolvenzen bei kleineren und mittleren Unternehmern nicht der geeignete Kanzler für Österreich ist. So, da gebe ich Ihnen recht. Vielleicht, es verteidigen Sie wieder die SPÖ, finde ich ganz klar. Sie sind die fünfte Kolonne der SPÖ, Sie wissen es nur noch gar nicht. Sie haben offenbar hier einen Deal, wo Ihnen der Bundespräsident der Rote, die rote Frau Burgstaller, der rote Herr Gusenbauer, die roten Vertreter in der Wahlbehörde Ihnen helfen. Sie haben da, es ist hochinteressant, dass wir das herausarbeiten. Sie haben da schon lange einen Deal und Herr Strache, wenn Sie vom Rechtsstaat sprechen und auch das Vorige, was Sie da gesagt haben, darf ich Ihnen sagen, getretener Quark wird breit, aber nicht stark. Das hat schon der Herr Goethe gesagt. Und ein Unsinn, den man wiederholt, und deswegen ist ja bald zur Wahrheit, so wie Wenn Sie das hier mit dem Rechtsstaat daherkommen, Herr Strache, wie haben wir es denn mit dem Rechtsstaat? Jetzt frage ich Sie mal, Herr Strache. Da gibt es einen rechtskräftig verurteilten Holocaust-Leugner, den Herrn Irving. Der hat 3 Jahre unbedingt Strafe bekommen. Wissen Sie, was Sie zudem noch am 25. Februar 2006 gesagt haben, als Sie gefragt worden sind in der Presse? Da sind Sie gefragt worden, soll der Herr Irving ins Gefängnis? Und Sie sagen, keinesfalls. Nachfrage, Strache kritisiert Irving-Urteil. Das Gesetz, das die Meinungsfreiheit einschränkt, muss schon in Frage gestellt werden. Wissen Sie, was Sie machen? Das ist falsch. Sie stellen das NS-Verbotsgesetz in Frage. Und ich habe mir lange überlegt, warum tut er das eigentlich? Warum stellt er so ein Gesetz, das auf breiten Konsens beruht, in Frage? Und dann habe ich mir Ihr Umfeld angeschaut. Dann habe ich mir angeschaut, mit wem Sie da alle antreten, Herr Strache. Rechtsstaat. Der Rechtsstaat hat entschieden in einem Urteil, dass man zu Ihnen sagen kann, Sie haben Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut. Das wissen Sie. Der Rechtsstaat hat entschieden. Der Rechtsstaat hat entschieden, dass beim Herrn Mölzer seiner Zeitschrift Aula einer sitzt, der wegen Wiederbetätigung verurteilt worden ist, wegen ihm. Er hat den Artikel geschrieben und hat den Journalisten dafür hinausgehängt. Es ist in Ihrem Umfeld einer Ihrer Mentoren, der den 50. Geburtstag der FPÖ mit Ihnen gefeiert hat, der Herr Gudenus. Der wurde am 18. Juli 2006 wegen Wiederbetätigung rechtskräftig verurteilt. Der hat mit Ihnen, und da kommt man es grausen, das 50-jährige Jubiläum der FPÖ gefeiert. Sie haben einen Ewald Stadler, der ebenfalls den Herrn Irving verteidigt. Sie haben eine Barbara Rosenkranz, die rechtsstaatlich Kellernazi genannt werden darf. Laut Menschenrechtsgerichtshof. Unterbrechen Sie mich nicht. Und Sie haben jemanden, der Herr Honsig, der wegen Rechtsextremismus zu 1,5 Jahren Haft fordert, der gratuliert Ihnen schon. Der ist schon Ihr engster Verbündeter. Herr Strache, das sind Ihre Leute, die Sie haben. Stadler, Honsig, Mölzer, Gudenus, alle, die da so sind. Und mit diesen Leuten wollen Sie Politik für die Zukunft in Österreich machen, währenddessen wir mit unseren Verbündeten, Feitschale, Gastinger, mit all den Ministern, die wir haben, mit all den Mitstreitern, 106 Kandidaten, die seit dem Jahr 2002 von der FPÖ zu uns gekommen sind. Das ist die Unterscheidung. Aber wir wollen konstruktive Politik mit Verantwortung machen und Sie begeben sich ins Rechte. Hören Sie doch auf und dort bleiben Sie. Tun Sie mich nicht unterbrechen dann. Herr Strache, schauen Sie sich einmal an. Sie haben einen Mund, aber 2 Ohren. Wissen Sie warum? Der Gott hat Ihnen gesagt, zuhören und nicht immer reinreden. Ja? Das ist deswegen, Ihr Niveau. Ja. Deswegen sage ich Ihnen das. Aber was ist denn daran betreiben Sie denn eine Kindesweglegung? Weil viele von diesen genannten Personen waren ja lange Zeit mit damals noch in der einen FPÖ. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe den Herrn Strache 1990 aus der Freiheitlichen Jugend hinausgeschmissen, hochkant. Aber dann waren Sie mit ihm zusammen. Ich habe den Herrn Stadler, wie Sie wissen, mit dem Herrn Stadler habe ich nichts zu tun, weil den habe ich, wie er nicht mehr Klubobmann geworden ist, habe ich einige Sträuße mit ihm ausgefochten. Und mit Herrn Mölzer habe ich schon überhaupt nichts zu tun. Und mit allen, die ich Ihnen, mit Herrn Gudenus, den habe ich einmal als Klubobmann verhindert, weil er schon einmal so einen Ausrutscher gehabt hat, das Parlament zu abgeben. Dann musste er zurücktreten. Und das ist Ihr Umfeld. Und aber da muss ich schon sagen, das ist schon etwas, was die Menschen, vor allem auch die vielen, die da halt zuhören, die vielen Wähler, die noch nicht wissen, wen sie wählen, die vielleicht noch unentschlossen sind, die sollen diese Konzepte sehen. Hier ein Oppositionspolitiker, der in die pragmatisierte Opposition will, umgeben ist von rechten Recken, bei denen er sich eigentlich fürchten muss. Und wir sind eine Regierungspartei mit Verantwortung, die freiheitliche Politik lebt, und zwar in jedem Bereich, in der Sicherheitspolitik, in der Sozialpolitik. Das ist der Versager von der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, der hat sie nicht gestört. Aber der ist doch schon längst erklärt, planiert, und wie das zustande gekommen ist, das kennen Sie doch jetzt nicht bei Verurteilungen. Das sind Verurteilungen, rechtskräftige. Das sind Verurteilungen, die ich hier aufgelistet habe, und nicht politische Diskussionen in Landtagen. Ich meine, das haben wir ja lange diskutiert. Lange Latte an Vorwürfen. Lassen wir den Herrn Strache mal. Vielleicht sagt er uns einmal, es ist einfach absurd, was Sie hier machen. Es ist einfach wirklich ungeheuerlich, dass Sie hier sich hersetzen und mit der tiefsten Schublade an Diffamierungen, hier arbeiten. Das ist genau Ihre Methodik. Genauso wie Sie auch gefälschte Unterlagen, wo Sie behaupten, dass die Gipfelkreuze
verschwinden sollen und durch den Halbmond ersetzt werden sollen. Erklären Sie mal, wie ist es jetzt mit genauso handhaben Sie das offensichtlich. Ist er verurteilt Sie oder nicht, der versuchen, tiefstes Schmutzkübelniveau hier zum Besten nein, zu geben. Und ich glaube, dass das also hier nicht das Niveau sein sollte und dass das die österreichischen Zuschauer auch nicht verdient haben. Jetzt bin ich am Wort, Herr Westenthal. Ja, und ich habe damals, wie Sie wissen, ganz deutlich gesagt und sehr deutlich gemacht, dass das, was er getan hat, hier auch natürlich nicht erwünscht ist. Und da hat es auch eine klare Trennung gegeben. Da hat es eine klare Trennung gegeben, wie Sie wissen. Und genauso wenig, es ist genauso. Und wenn Sie einfach sich daher setzen und dann Leute wie den Herrn Ewald Stadler bitte hier versuchen, in ein rechtes Eck zu drängen, dann wird Ihnen dieses Hineindrängen in ein Eck genauso wenig gelingen, wie dass Sie jemals Innenminister werden, wie auch der Herr Bundeskanzler festgemacht hat, dass dieser Herr Jemand, der das von sich vorhat, niemals in die Nähe kommen wird. Und genauso wenig wird es Ihnen gelingen, diese Herrschaften wie Stadler oder auch mich einfach in ein rechtes Eck zu drängen. Hören Sie auf damit, das ist Unsinn. Sie haben damals als Clubobmann sogar den Herrn Magister Stadler als Volksanwalt bitte unterstützt. Ich war nicht Clubobmann, der den Volksanwalt Stadler vorgeschlagen und damals gewählt hat im Parlament. Das haben Sie gemacht, bitte. Und Jörg Haider hat letztlich auch mit diesen Personen engstens zusammengearbeitet. Also tun Sie bitte da nicht irgendwelche Realitäten verdrehen. Das ist unglaubwürdig. Und wenn Sie von Veit Schalle reden, dann möchte ich Ihnen zu Veit Schalle eines sagen. No. Veit Schalle, und da gebe ich Ihnen recht, ist ein namhafter Vertreter eines Konzerns gewesen. Und zwar eines multinationalen Konzerns. Ja. Und Veit Schalle hat bei Bilder letztlich auch dafür Sorge getragen, dass österreichische Produkte aus den Regalen verschwunden sind. Seine jetzigen Nachfolger korrigieren das. Er hat die Nahversorger zugrunde gerichtet. Er war der typische Konzernvertreter, der Nahversorger und den Einzelhandel zerschlagen hat und auch die Zulieferanten geknebelt hat mit Preisdiktaten. Und da gibt es einiges auch im Hintergrund, was man da sagen muss. Veit Schalle ist jemand, der die Sonntagsarbeit einführen will. Er hat gefordert, alles überprüfbar. 24 Stunden Arbeit ohne Rücksicht auf die Arbeitnehmer ist das, was ihm vorschwebt. Er will die Abschaffung von Feiertagen, hat er gefordert. Das ist ihr Programm. Ähnlich offensichtlich dem liberalen Forum heute, da sollten Sie bei der ÖVP anklopfen, weil die sind Ihnen ja eh zu Dank verpflichtet. Die sollten Ihnen vielleicht ein Mandat versprechen, denn jede Stimme für das PZÖ ist eine verschenkte Stimme. Sie wird es nicht im Parlament geben und jede Stimme für das PZÖ ist eine verschenkte Stimme. Und bei der FPÖ weiß man, dass es einen starken Club geben wird. Es wird eine starke Österreich-Fraktion geben. Gegenüber Ihren Papieren, die Sie da liegen haben, weiß nicht, bald kommen Sie. Die sind unangenehm. Bald kommen Sie zu mir rüber, so viele Papiere haben Sie da schon liegen. Sie sind unangenehm. Das soll ich erklären, was da liegt. Sie sind unangenehm. Autogrammfoto von Herrn Westenthal. Da gibt es ein paar Unwahrheiten, die da draufstehen, mit denen man nachher konfrontieren sollte. Der Herr Veit Schalle tritt nicht für die Sonntagsöffnung ein, sondern für eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeitung in Tourismusgebieten. Dort, in Tourismusgebieten, dort, wo es die Menschen auch brauchen und wollen. Am Wörthersee, der Kärntner Straße in Wien, dort, wo man Geld verdienen kann, gerade die kleinen Handelsangestellten. Und er fordert bei einer längeren Arbeitszeit der Handelsangestellten 100%ige Lohnaufschläge. Wissen Sie, was das bedeutet? Dass ein kleiner Handelsangestellter, wenn er das ausnutzt, doppelt so viel verdient. Das müssen Sie doch einmal zur Kenntnis nehmen und nicht gezwungen wird zur Mehrarbeit. Das ist das, was Sie wirklich behaupten. Und Sie reden da immer, Sie gerieren sich immer als Partei des kleinen Mannes. In Wirklichkeit wissen Sie, was Sie sind? Sie sind die Partei der Reichen und Stinkreichen. Wissen Sie warum? Wenn man bei Ihnen ein Mandat haben will, muss man 100.000 Euro am Tisch legen. Das ist Ihr skurriler Beschluss, den Sie beschlossen haben. 100.000 Euro, wissen Sie, wie viel Geld das ist? Bei Ihnen kann ja gar kein Arbeitnehmer, kein Kleiner kandidieren. Bei Ihnen können nur die Gestopften kandidieren und deswegen sind Sie unglaubwürdig für die Arbeitnehmer, für den kleinen Mann. Und ich sage Ihnen nochmal eine Sache. Egal, was Sie fordern, Sie können es nicht umsetzen. Und deswegen ist eine Stimme für Sie eine verlorene Stimme und für uns eine gewonnene. Weil Sie können nur Hunderttausende Euros ausgeben und viele Plakate kleben, aber sie können nichts verändern. Sie können in Wien seit Jahren nichts bewegen, auf Bundesebene nichts. Wissen Sie, dass in Wien eine absolute Mehrheit der SPÖ existent ist? Aber Sie können nichts umsetzen. Ich glaube, Sie waren so lange nicht in der Politik. Sie wissen gar nicht um die Mehrheiten Bescheid. Ich mache jetzt einen Sitz, sonst versteht niemand mehr was. Nein, das muss ich schon sagen. Wir haben es gemacht. Herr Westenthaler. Wir haben es gemacht. Wir haben etwa die Ausländergesetze verschärft. Darüber reden wir. Also man sieht, da ist noch offenbar einiges aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Und es würde mich interessieren, wo Sie denn so den Sündenfall orten, den gegenseitigen. Das werfen Sie sich ja gegenseitig vor. Und ich frage jetzt mal ganz offen, könnte der erste Riss passiert sein mit der Entscheidung für den Eurofighter? Und Herr Westenthal, stehen Sie heute noch zu dieser Entscheidung? Also der Riss ist sicherlich nicht dort entstanden, sondern
Er ist natürlich ein Knittelfeld, weiß doch jeder. Jeder, der in die Geschichte schaut, weiß, dass am 7. September 2002 ein Knittelfeld der Sprengmeister Strache die SPÖ aus der Regierung gesprengt hat. Das war die Entscheidung. Ich stehe dazu, dass Österreich eine Neutralität hat, die es verteidigen soll. Und die hört nicht an, Meter oben am Boden auf. Und der Herr Strache war bei den Beschlüssen überall dabei. Er war bei allen Beschlüssen dabei. Das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Ich stehe dazu, dass Österreich selbstverständlich seinen Luftraum verteidigt. Ja, verteidigen muss deshalb, weil, ich sage Ihnen das, wenn Österreich das nicht tut, dann ist es von der EU-Sicherheitskonstruktion her verpflichtet, dass das nächste Nachbarland die Luftraumverteidigung übernimmt. Und ich sage Ihnen jetzt ganz offen, ich möchte in Wien und in Niederösterreich keine tschechischen Röhrenbomber über uns fliegen haben, sondern ich bin froh, wenn unsere eigene Leute uns bewachen. Ich will ja nur von Ihnen wissen, stehen Sie zur Typenentscheidung? Ich stehe dazu, selbstverständlich, ich habe es beschlossen und ich stehe dazu. Das ist eine klipp und klare Sache. Ich fahre nicht um, ich stehe dazu. Aber ich sage auch noch, es würde in Österreich keine Fußball-Europameisterschaft geben, es würde in Österreich keinerlei Großveranstaltungen geben, weil seit dem 11. September, wir wissen, dass wir verpflichtet sind, den Luftraum aufzuverteidigen. Auch mit denen wäre auch mit einem anderen Flugzeug möglich. Und das ist das, was wir beschlossen haben. Ich stehe dazu, es gibt Hunderttausende an Euros, die rückfließen. Es gibt Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Und der Strache hat alles mitbeschlossen in den FPÖ-Grenzen. Sie wollen aussteigen aus diesem Vertrag, heißt immer, Sie sagen aber auch gleichzeitig auch, Sie stehen trotzdem zur Luftraumüberwachung. So ist das. Also aussteigen, einen Haufen Geld bezahlen und dann gleichzeitig neue, andere Flieger kaufen. Man hätte von vornherein einen günstigeren Typ letztlich wählen sollen, aber ich verstehe schon, da hat es Interessenslagen gegeben. Und der Herr Bröll hat ja bitte auch eine falsche Zahl genannt vorgestern. Er hat also behauptet, dass die 1,9 Milliarden Euro im Jahr 600.000 Euro ausmachen würden für den Steuerzahler. Es sind bitte um 2 Nullen mehr, es sind 60 Millionen Euro pro Jahr. Er hat sich das um 2 Nullen vertan, das wollte ihm nur mal richtig stehen. Aber das ist ja auch diese Allianz. Man hat das teuerste Produkt ausgewählt und es gibt ja auch Personen, die dann durchaus Interessenslagen daran hatten. Ich weiß also zumindest, dass Frank Strohn auch durchaus jemand ist, der davon profitiert hat und Sie haben ja endlich agiert wie Jörg Haider, der immer sagt, ich bin da, ich bin wieder weg. Dann haben Sie den Hut genommen, haben zwischendurch einmal beim Frank Stronach sozusagen sich eingeparkt mit einem Dankeschön-Gehalt, mit einem Dankeschön vom Herrn Frank Stronach offensichtlich, weil Sie hier auch eine Produktentscheidung getroffen haben zum Nachteil der Österreicher, aber zum Vorteil von Großindustrien. Das ist ja der Hintergrund. Und jetzt wird der Vertrag offensichtlich nicht eingehalten. Und genau das wäre die Chance, auch auszusteigen und ein günstigeres Produkt letztlich zu wählen und mit der Spanne, die übrig bleibt. Wenn die Vertragseinhaltung nicht gesichert ist von ERDS, dann gibt es keine Strafpenale. Und ich wundere mich, warum Sie, das BZÖ und die ÖVP bis heute den Vertrag den Steuerzahlern nicht offenlegen, weil zahlen sollen die Steuerzahler, aber ihre Herrschaften in der Regierung sind gemeinsam mit der ÖVP nicht bereit, ihn offen zu legen. Das heißt, sie haben offensichtlich etwas zu verschleiern. Ich kann nicht offenlegen. Ich bin dafür für Transparenz, aber Herr Strache, ich finde es so interessant, wie Sie da jetzt herumdiskutieren und das alles mitgetragen haben. Sie haben alles mitgetragen. Sie haben sogar noch am 26.09.2002 haben Sie eine Rede im Wiener Gemeinderat gehalten. Ja, genau. Und da haben Sie gesagt, ich könnte hier Wochen und Stunden lang stehen und all das aufzählen, was diese Reformregierung und wir Freiheitlichen als Reformmotor in nur 2,5 Jahren für Österreich und Österreich durchgesetzt haben. Genau. Da haben Sie die Regierung über den Klee gelobt. Das war im September 2002. Genau. Also, was ist da passiert? Genau. Und was mich sehr persönlich freut, ist, dass ich, das darf ich einen Namen hinlegen, mein persönlicher Favorit, Peter Westenthaler, haben Sie sich gewünscht für die Spitzenkandidatur in Wien. Das ist zitiert, wie Sie sehen, der Standard 19.01.2001. Danke für die Ehre. Ein großer Fan offenbar von mir. Sie wollen nicht mit alten Zitaten hantieren? Ja, das ist schön, wenn der Herr Strache sagt, mein persönlicher Favorit. Ich finde das ja lustig. Wenn Sie das heuer wiederholen, dann ist das wunderbar, eine Wohlempfehlung für mich. Da danke ich Ihnen schön. Aber vorher, man muss einmal zu den Themen kommen, Herr Strache. Das tun wir auch, Herr Westenthal, aber die Themen, da darf ich noch vorgeben. Ich würde nur eine Frage stellen. Und wir würden dann vom Thema Eurofighter, wenn Sie glauben, das ist jetzt erledigt, Sie stehen dazu, natürlich, Sie fordern den Ausstieg, würde ich ganz gerne vom Thema Eurofighter, also sozusagen Luftraumsicherheit, zum Thema Sicherheit am Boden kommen. Mich würde interessieren, wie es da mit Ihren Konzepten ausschaut. Sie wollen ja ganz gerne Herr Westenthaler Innenminister werden, heißt es immer wieder.
Und jetzt frage ich Sie, ist Österreich durch diese ganzen Reformen, die die Regierung schwarz-blau, schwarz-orange im Bereich Polizeireform und in diesem ganzen Themenkomplex gemacht hat, auch mit Schließungen von vielen Posten, Zusammenlegungen, ist dadurch Österreich sicherer geworden, finden Sie? Also Österreich hat in den letzten 6 Jahren, was die Sicherheitspolitik anbelangt, vieles Gutes erlebt und es ist viel Reform weitergegangen und auch viel Negatives. Deswegen habe ich ja die Frau Innenministerin massiv kritisiert und deswegen habe ich auch gemeint, es wäre gut, wenn wir in einer nächsten Legislaturperiode im Kernbereich unserer Aktivitäten und die Sicherheitspolitik und der Kampf gegen die Kriminalität und das Verhindern weiterer Zuwanderung ist Kerngebiet und Kernbereich, den wir haben. Und daher ist es durchaus legitim, wenn wir sagen, wir wollen es besser machen. Und wir würden es auch besser machen, zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, was im Bereich des Kindesmissbrauchs passiert. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich habe das immer wieder gesagt. Reden Sie kurz, was Sie bei der Polizei machen. Es kann nicht sein. Weil es viele betrifft auch derzeit, gerade in der aktuellen Diskussion. Lassen Sie mir die 2 Sätze fertig sagen. Ich sage nur, dass Sie ziemlich überhängen in der Zeit. Wir wollen in Österreich nicht, dass Sexualstrafverbrecher, die sich an Kindern vergehen, wieder in die Freiheit gelangen. Und da hat Ministerin Gasting einen wesentlichen Schritt gesetzt, indem sie das Strafrecht verschärft hat. Das hat ist, daran das gehindert, ist heute, das heute, das ist heute das nicht, ist nicht mehr möglich. Das ist heute nicht mehr möglich. Ein Sexualstraftäter wird heute nicht mehr so leicht entlassen. Und er wird lebenslang eingesperrt, wenn er bei schweren Delikten erwischt wird. Und das ist auch gut. Es darf nicht sein, dass der Schatz unserer Gesellschaft, nämlich unsere Kinder, von Sexualstraftätern belästigt werden oder dass jemand 8 Jahre eingesperrt wird, wie das bei der Frau Campusch der Fall ist. Und das ist ein bisschen bremsen. Und das ist sehr ein Punkt. Stark über mit der Zeit. Aber genau das ist der Punkt. Der Fall Campusch hat aufgezeigt, dass hier all das, von dem Sie reden, Ihre Herrschaften in den letzten Jahren nicht umgesetzt haben. Genau beim Fall Campusch hat man gesehen, dass jemand, der sich an den Schwächsten in unserer Gesellschaft vergreift und Missbrauch, sexuellen Missbrauch betreibt, der auch quält. Moment, Entschuldigung, Herr Strache. All das wurde in Zeitungen... Ich würde das an Ihrer Stelle richtigstellen. Es wurde in der Zeitung spekuliert worden, dass wenn alle diese Straftaten gesetzt worden wären, dann wäre höchstens eine Höchststrafe von 10 Jahren möglich gewesen. Und das zeigt, dass Ihre Herrschaften in der Regierung völlig versagt haben. Sie selbst haben mit Kohl Integrationsvertrag geschlossen. Sie selbst haben ein Familienzusammenführungspaket beschlossen, das uns Rekordzuwanderung beschert hat. Das ist besonders perfid, dass durch Ihre Verantwortung 330.000 Zuwanderer... Über die Polizei wollen Sie nicht reden, Herr Schaden. Ich komme dazu. Das ist besonders perfid, dass Sie auf der einen Seite für mehr als 300.000 Zuwanderer Verantwortung tragen und dann hergehen und sagen, die will man wieder nach Hause schicken von Ihrer Seite. Das ist perfid. Mhm. Genauso perfid ist es, wenn wir heute, und ich lese Ihnen gerne eine Zeitung vor, die am 13. September herausgekommen ist, Statistik, 112.000 Straftaten mehr als noch im Jahr 1999. Das ist die U-Bahn-Zeitung heute. Und Alarm um Kriminalitätsrate. Allem Jubel über einen minimalen Verbrechensrückgang zum Trotz, unser Land leidet weiter extrem unter der Kriminalität. Mhm. Denn allein seit 1999 stieg hierzulande die Zahl der Verbrechen um unglaubliche 23%. Das heißt, von 493.000 Straftaten haben wir heute 605.000 im Jahr. Und das bitte unter der Verantwortung auch Ihrer Minister. Die sitzen ja im Ministerrat. Die haben ja überall auch diese schlechte und negative Reform im Polizeiapparat mit unterstützt. 3.500 Exekutivbeamte fehlen heute. Und die Exekutive ist verzweifelt, dass Drogendealer, die festgenommen werden, teilweise nie abgeschoben werden, wenn sie Ausländer sind. Allein im ersten Halbjahr 2006 nur von 3.000 abzuschiebenden Verbrechern oder Asylwerbern sind nur 7% abgeschoben worden. Das sind die Realitäten. Und die verschweigen sie, das sind Kriminelle. Wir reden von Kriminellen, die abzuschieben gewesen wären oder Rechtsbruch begangen haben, wo nur 7% abgeschoben wurden. Man fragt sich, was haben Sie in dieser Bundesregierung in den letzten Jahren irgendwie umgesetzt, durchgesetzt. Herr Strache, weil Sie so mit solchen Zahlen operieren, möchte ich gerne Ihnen die Kriminalstatistik aus dem Jahr 2005 zeigen. Die Quelle ist wieder die Statistik Austria, bei der wir uns sehr bedanken für die Daten. Und da sehen wir, wenn wir die Grafik einblenden, dass es insgesamt im Jahr 2005 45.000 Verurteilungen gegeben hat.
Und davon sind 14.000 Ausländer gewesen. Also ich weiß nicht, was Sie da mit Hunderttausenden Fällen da... Ja, ne, was für Hunderttausend Fälle? Straftaten. Ich rede von Straftaten. Verurteilungen. Und ich rede von Straftaten, die sich erhöht haben in dieser Republik in den letzten Jahren. 45.000 Menschen sind im vergangenen Jahr verurteilt. Das ist der wirkliche Punkt, ist, auch wenn Sie das jetzt alle sagen, Herr Strache, das steht in der Zeitung. Problem, das Problem bei Ihnen ist ja immer dasselbe. Sie versprechen den Wählern was und können es nicht umsetzen. Aber Sie haben es in Wien nicht umgesetzt und Sie gehen jetzt in die Opposition und wollen es wieder nicht umsetzen. Wir haben es umgesetzt. Wir haben in dem Jahr im Vergleich zum letzten 70% weniger Aufenthaltsbewilligungen. Wir haben 50% weniger Asylanträge und wir haben 15% weniger Einbürgerungen aufgrund der scharfen Ausländergesetze, die mit in diesem Jahr in Kraft getreten sind. Wir werden heuer, in diesem Jahr, am Ende des Jahres, erstmals eine sinkende Tendenz der in Österreich lebenden Ausländer haben. Weil sie immer sagen, solche Unwahrheiten mit den Zahlen, wenn man das heute genau angeschaut, weil sie das seit Wochen verbreiten, dieser berühmte Kohl-Westenthaler Pakt. Ja. Der will Ihnen erklären, wie sich die Ausländerzahlen... Das ist gefälschten Papier. Nein, ne? Schau, Quelle Statistik Austria. Das schreiben Sie da drauf. Quelle Statistik so Austria. Wir haben 1987 322.000 Ausländer gehabt oder 4,25%. Wir haben 1991 eine Steigerung um 65% gehabt auf 7. Und als wir übernommen haben im Jahr 2000, war der Ausländeranteil auf 8,74% oder 704.000. Und in den letzten 5 Jahren ist der Ausländeranteil, da haben Sie recht, erst gestiegen, um 12%. Aber im Vergleich zu den Vorjahren ist die Kurve wesentlich flacher geworden. Und das ist unser Verdienst, den wir mit dem sogenannten Integrationsvertrag, den Sie damals, als wir ihn beschlossen haben, mehrfach gelobt haben, mit dem Integrationsvertrag erreicht haben. Dass wir eben es schaffen, dass weniger Ausländer im Land sind, dass weniger Ausländer zu uns kommen und dass wir in den nächsten 3 Jahren, und ich bleibe dabei, 30% weniger an Ausländer im Land haben werden. Nur, wir können es umsetzen. Wir können es umsetzen. Wir gehen in die Opposition. Herr Westenthaler, es ist schön, dass Sie wieder falsche Zahlen auf ein Tafel geschrieben haben. Das ist offensichtlich Ihre Methode, wenn ich den Brief des Häuptlings... Ich habe mir nämlich von der Statistik Austria die Zahlen aufgeschrieben heute. Und da steht eindeutig, dass im Jahr 2000 wir knapp über 500.000 Ausländer mit Hauptwohnsitz in Österreich hatten und allein in den letzten 5 Jahren, dann von 2001 bis heute, da haben sie 704, es sind aber knapp 500.000, die damals der Fall waren und wir haben in den letzten 5 Jahren 300.000 dazu bekommen. Das zeigt, dass Sie hier falsche Zahlen wieder einmal zum Besten geben und das ist Ihre Methode. Bevor wir hier einen Zahlenfriedhof ausdiskutieren, wo kein Mensch mehr folgen kann, eine Frage an Sie in diesem Zusammenhang, Herr Strache. Jetzt haben Sie sozusagen unmittelbar am Beginn Ihrer, wenn man so sagen kann, politischen Single-Existenz ohne BZÖ fast irgendwie reflexartig sofort auf das Thema Ausländer gesetzt und zwar in einer Art und Weise, von der Wiens Kardinalerzbischof Christoph Schönborn gesagt hat, dafür schäme ich mich. Also wir machen keine Hetze und ich muss also auch sagen, dass also gerade in der kritischen Betrachtung islamischer Entwicklungen, Gewaltentwicklungen auch von Extremisten durchaus auch der Heilige Vater jemand ist, der im Rahmen eines Vortrages in Bayern das auch sehr, sehr ernsthaft angesprochen hat. Naja, also machen Sie sich bitte nicht lächerlich darüber, denn der Papst hat durchaus in einer Rede in der Regensburger Universität, wo er letztlich auch gelehrt hat als Universitätsprofessor, gesagt, nämlich ein Grundsatzreferat gehalten zum Thema Gewalt und Religion im Islam, hat sich damit auseinandergesetzt und er erteilt letztlich dem Dschihad, dem Heiligen Krieg, eine scharfe Absage. Und die Bekehrung durch Gewalt ist eine unvernünftige Sache, sagt er, wie das teilweise leider Gottes auch immer wieder im Bereich des Islam so gesehen wird. Und er hat in Wirklichkeit eine Absage an den Heiligen Krieg getätigt, er hat eine Ansage an den Frieden getätigt und wird dafür kritisiert. Und genau hier zeigen wir auch auf, dass es Fehlentwicklungen gibt, aber wo wir aufpassen Herr Strache, müssen. Wir haben in der Vorbereitung auf diese Diskussion sehr viele E-Mails auch bekommen. Es ist ein hohes Zuschauerinteresse im Vorfeld schon da gewesen. Und ich möchte jetzt eins der E-Mails einfach hier zitieren. Und Sie bitten einfach darum, Stellung zu nehmen. Es ist von einem österreichischen Muslim gekommen. Er sagt, er sei als Kind aus Bosnien vor 15 Jahren nach Österreich geflüchtet, hat hier die Schulen absolviert, will jetzt studieren. Seine Eltern arbeiten seit 15 Jahren beim gleichen Arbeitgeber. Er fühlt sich im Land voll integriert und sagt jetzt, seit Beginn dieses Wahlkampfes fühle ich mich in diesem Land als Moslem unerwünscht.
Das wäre traurig, aber ich muss an die Studie auch der Innenministerin erinnern, die ja letztlich auch eine Studie veröffentlicht hat, wo vor muslimischen Fundamentalisten gewarnt wird, die also auch in Österreich sich aufhalten. Und da wurde damals von dieser in Auftrag gegebenen Studie des Innenministeriums festgehalten, ein brisantes Ergebnis, nämlich 45% der zugewanderten Moslems haben wenig oder gar kein Interesse, sich in Österreich zu integrieren. Oder sogar die Studienautoren und gesagt haben, dass seine Fehlinterpretation naja, der das Ergebnisse. Ist, ich glaube, dass da dann der öffentliche Druck ein ziemlich großer geworden ist. Wenn heute eine Person wie die türkischstämmige Frau Kelek letztlich nicht nur Deutschland vorwirft, sondern den westlichen Gesellschaften insgesamt eine falsche Toleranz im Umgang mit muslimischen Migranten. Und ich sage jetzt ganz bewusst, so wie ich zitiere sie, mit der Betonung auf Muslime, denn so Kelek sagt, der Islam ist Politik und Religion zugleich. Er bestimmt Alltag, Denken und Handeln. Es gäbe ein länderübergreifendes Phänomen. Im Gegensatz zu Griechen, Italienern und Portugiesen ist es so, dass die Gruppe von muslimischen Zuwanderern sich oftmals selbst ausgrenzt. Und das ist etwas, was man ernst nehmen sollte. Genauso auch wie der gebürtige Osttürke, der beim Forum Alpbach auch referiert hat, der Aydin Fındıkçı, der dort gesagt hat, eine kopftuchtragende Frau kleidet sich als politische Demonstration, seiner Auffassung nach verschmelzt in der Türkei aktuell Staat und Kirche zu einer Einheit. Das heißt, das sind schon Entwicklungen, die man auch sehr, sehr kritisch betrachten muss und wo man vorsichtig sein muss. Deswegen plakatieren Sie jetzt und das es auch. Gibt, ja genau, deshalb ja. sprechen wir das auch an. Aber auch das und, ist ja schon wieder, ja, genau, aber jetzt bin ich am Wort. Und ich verstehe schon, Sie haben sich natürlich im Wiener Wahlkampf vom BZÖ, wo Sie auf der einen Seite zwar den Halbmond am Gipfel mit einem gefälschten Brief, der Sie erregt hat, dann auch hier gezeigt haben Sie Einladungen verschickt mit dem Halbmond damals im Zuge des Wiener Wahlkampfes. Das ist der Halbmond, der da hereinragt. Und da haben Sie damals Einladungen angebiedert, dass sogar die Türken zu mir gekommen sind in Wien und gesagt haben, bitte vor dieser peinlichen Anbiederung des BZÖ beschützen Sie uns bitte. Es war so unangenehm, was Sie da betrieben haben. Und wir haben viele westliche Türken, auch bei uns in Österreich, westlich orientierte Türken, die auch sagen, bitte passt auf. Unsere Kinder werden auch an den Schulen von muslimischen Religionslehrern verhetzt. Der Herr Strache, wieder diese Perfidie, die da in der Argumentation ist. Der Herr Strache plakatiert allen Ärmstes daheim statt Islam. Ja, das übrigens im Westen kein Mensch versteht, aber wurscht, das hat Ihnen gestern ein Wähler gesagt. Und gleichzeitig sitzt er am 22. Juni in Wien auf Steuerzahlerkosten über die Freiheitliche Akademie finanziert mit der iranischen Atomlobby auf dem Tisch und lässt sich erklären, wie die Atombomben dort basteln. Und dann plakatiert er daheim statt Islam. Man muss immer nur aufdecken, man muss immer nur zeigen, wie sie sich gegenseitig widersprechen, nämlich ihr erstes und ihr zweites Ich. Das muss man einmal sagen. Das heißt, sie tun und versprechen den Menschen das eine und machen das andere. Und umsetzen können sie sowieso. Das ist ihr Verhalten. Und deswegen auch zum Beispiel in der Frauenpolitik. Nein, jetzt muss ich kurz einen Stopp einziehen. Können wir das ganz kurz anschauen, bitte? Weil Sie da so ein großes Gefahrenpotenzial sehen. Wissen Sie eigentlich, wie die Religionen in Österreich verteilt sind? Dass wir mal das Verhältnis hier ein bisschen klarstellen können. Wir haben dazu eine Grafik vorbereitet, die ich jetzt bitte einzuspielen. Und die schaut so aus, dass wir in Österreich 6,6 Millionen Menschen haben, die einer christlichen Religionsgemeinschaft angehörten, hauptsächlich natürlich Katholiken. 6,6 Millionen und dann heißt 0,3 Millionen, heißt das halt 300.000 Menschen, die islamisch sind. Im Verhältnis, ist das verhältnismäßig, wenn Sie das ein großes Gefahrenpotenzial da an die Wand malen? Das male nicht ich an die Wand, sondern Experten berechnen Demografieentwicklungen, die aufgrund einer verfehlten Zuwanderung auch durch diese Bundesregierung letztlich auch festzumachen sind. Es kann, wenn diese Zuwanderungspolitik weiter so gelebt wird in den letzten Jahren, dann haben wir im Jahr 2045 bis 2050 die Problematik, dass bei den 1- bis 14-Jährigen jeder Zweite ein Moslem wäre. Das wäre eine Veränderung, das haben Sie
nicht verhindert. Sie haben letztlich dazu beigetragen, Sie werden gar nicht ins Parlament kommen bei der jetzigen Entwicklung. Und ich verstehe schon, bei den Umfragen von 1,5% bis 2,5%. Aber ich finde es lustig, dass Sie permanent nicht zuhören können. Sie haben ja selbst heute das Beispiel mit den zwei Ohren genannt. Also ich glaube, Sie sollten bei sich selbst beginnen. Sie sollten bei sich beginnen. Und das ist genau der Punkt. Und Sie sagen immer das Gegenteil. Sie haben hier einen Zettel verteilt, den Wählern, wo Sie schreiben, Österreich vor der EU, da sagen Sie Nein zu einem EU-Beitritt der Türkei, haben aber Ja zu Beitrittsverhandlungen. Sie haben Sie im Programm drinnen stehen. Haben Ja, na, wir lehnen das ab. Das ist so. Lassen Sie mich bitte einmal das auch ausführen. Sie sagen Nein zu einer EU-Verfassung und haben vor Monaten im Parlament Ihre Abgeordneten Ja zu dieser zentralistischen EU-Verfassung gesagt. Die FPÖ war die einzige Partei, die dagegen gestimmt hat. Mhm. Sie verbreiten hier schriftliche Unwahrheiten. Sie sagen Nein zu neuen Erweiterungsschritten und haben Ja zu Rumänien und Bulgarien gesagt. Mhm. Es ist ja wirklich lächerlich. Sie haben sogar eine Volksabstimmung zum Thema EU-Verfassung nicht gewollt und nicht unterstützt. Und das zeigt, wie sehr man ihnen glauben darf. Das ist so wie mit dem Halbmondbrief auf den Gipfeln, wo jetzt offensichtlich Halbmondfälschungen sie unterlegen sind und das auch immer wieder mit ihren gefälschten Zahlen, die sie da zum Besten geben, versuchen irgendwie zu untermauern. Und das ist genau der Punkt. Genauso verhält sich's auch beim Thema Sicherheit. Ihre Ministerin hat bitte den Luxus- und Wellnesshäfen möglich gemacht, den Fünf-Sterne-Häfen, von dem auch in Internetseiten geschrieben wird. Nein, das sind Beschreibungen im Internet, wo auch die Kronenzeitung darüber berichtet hat, wie am Beispiel Leoben, wo man dann Geld ausgibt für Fitnessstudio für Verbrecher, für Sauna für Verbrecher, wo man Geld ausgibt und auch sicherstellen will, dass es quasi eine Sexgarantie im Häfen geben soll. Also bitte, wenn Sie meinen, dass die Kronenzeitung hier falsch recherchiert hat, dann ist es einfach absurd. Das ist richtig recherchiert. Die Kronenzeitung hat das berichtet. Und das ist ja absurd, wenn Sie dann sich hier herstellen und sagen, Sie hätten da irgendetwas zum Besseren gewendet. Leider Gottes nicht. Sie haben ÖVP-Mehrheitsbeschafferrolle gespielt. Sie haben der Macht wegen alle Grundsätze über Bord geworfen, damit sie persönliche, egozentrische Vorteile haben. Und das ist das Drama. Herr Strache hat in seinem aktuellen Wahlprogramm, das über die Menschen verteilt drinnen stehen, erfordert eine privilegierte Partnerschaft der Türkei bei der Europäischen Union. Haben Sie es drinstehen oder nicht? Sie wollen ja den Beitritt. Aber Sie wollen eine Partnerschaft, wir wollen nicht einmal das. Die Partnerschaft gibt es ja schon heute. Ich habe der Meinung, die Europäische Union ist überhaupt nicht dazu in der Lage, überhaupt eine Partnerschaft. Der heimliche Parteichef Jörg Haider will den Beitritt der Türkei, bitte. Ich habe immer gesagt, wir sind gegen einen Beitritt der Türkei. Aber Sie spielen sich auf, Ihre Partei, als große Anti-EU-Partei. Und wenn es passt, nämlich in der Frage, der Wahlbeobachter kommt, Ihr Herr Mölzer, daher und ruft die EU um Hilfe. Das war heute an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Sie haben nicht nur die EU nach Österreich beordert und gesagt, bitte, liebe EU, helft uns endlich, weil wir sind immer zu freundlich zu euch, sondern auch OSZE-Beobachter gefordert. Wissen Sie, wo die zuletzt waren? Im Kongo. In Entwicklungsdemokratien. Ja, das ist traurig, dass man das auffordern muss. Sie stellen Österreich, Sie gehen, wissen Sie, wie Sie mir vorkommen, wie die Frau Jelinek. Die tut im Ausland einmal Österreich schlecht machen und Sie machen es auch. Sie stellen Österreich im Ausland dar, als wären wir eine Entwicklungsrepublik und das brauchen wir, brauchen OSZE-Beobachter. Und wissen Sie, was mir noch aufgefallen ist? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Frauenpolitik. Herr Strache, wie viele Frauen gibt es in Österreich? Mehr als Männer. Na, sagen Sie mal die Zahl. Als Politiker müssen Sie das ja wissen. Mehr als Männer gibt es. Sie sollten es wissen. Als Politiker sollte man das wissen. 4,3 Millionen Frauen gibt es in Österreich, die wir unterstützt haben mit dem Kindergeld, die wir unterstützt haben mit der pensionsberechtigten Kindererziehungszeit. 300.000 Frauen sind hineingefallen. Und jetzt kommt Ihr, Herr Stadler, daher. Wissen Sie, was der fordert? Der fordert ein Verbot der Abtreibung. Das heißt, wir haben es geschafft, den Frauen mehr Freiheit zu geben, sich auszusuchen, wie sie ihre Kinder erziehen wollen, mit dem Geld, das wir ihnen zur Verfügung stellen. Und Sie wollen den Frauen diese Freiheit nehmen. Erklären Sie mir, Herr Strache, was würden Sie mit einer Frau machen, die abtreibt? Wird die eingesperrt? Wird sie bestraft? Das fordert Ihr Herr Stadler. Und auch wenn Sie die Zahl der Frauen nicht wissen, lasst tief blicken. Dann würde das einmal wissen, wie das mit dem Abtreibungsverbot ist. Ich werde Sie nachher noch einer Zahl fragen und schauen wir dann, ob Sie es wissen. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe schon x-fach klargestellt,
dass das die Privatmeinung des gläubigen Katholiken Ewald Stadler ist. Aber nicht, schauen Sie, Sie lassen mich ja nicht einmal jetzt ausreden. Bravo. Frau Thunen, ich glaube, wir werden es heute beide nicht schaffen, dass hier endlich einmal auch die Verhaltensmuster des Herrn Westenthaler sichergestellt werden. Aber der Punkt ist der, das ist nicht Parteimeinung. Wir wollen Kinder fördern, wir wollen das Leben fördern. Sie haben das Kindergeld nicht nur für Staatsbürger möglich gemacht. Heute kann jeder Zuwanderer sofort auch Kindergeld beanspruchen, auch die Familienbeihilfe beanspruchen. Absolut, das ist ja genau falsch. Der Punkt. Das gehört ausschließlich für österreichische Staatsbürger. Das ist ja das, was wir kritisieren. Die Alleinerzieherinnen, bitte. Wir haben heute, wie viele Alleinerzieherinnen gibt es in Österreich, Herr Westenthaler? Wissen Sie das? Herr Strache. Wissen Sie, wie viel? 300.000, Sie wissen es nicht, deshalb sage ich es gleich. Genau, deshalb sage ich es gleich. Über 300.000 sind es. Ja. Und 100.000 Alleinerzieherinnen wissen heute nicht, wer auf ihre Kinder letztlich aufpasst, wo es eine Kinderbetreuung gibt. Sie gibt es leider Gottes nicht. Frauen, alleinerziehende Frauen sind heute in der Problematik, dass sie heute sich entscheiden müssen zwischen ihren Kindern oder dem Beruf. Denn was machen bitte Frauen, Alleinerziehende, die im Handel tätig sind und bis 21 Uhr auch teilweise tätig sein müssen? Wohin mit ihren Kindern? Genau da haben sie leider Gottes versagt und sie haben leider Gottes genau im Familienbereich nicht dafür Sorge getragen, dass es ein Familiensteuersplitting gibt, dass jene Familien, die heute sich nicht mehr als ein Kind leisten können, auch endlich zwei oder drei oder vier Kinder leisten könnten. Da hat man versagt. Genauso wie sie auch bei älteren Damen, die ein Leben lang brav gearbeitet haben und drei Kinder großgezogen haben, heute die Situation hinterlassen haben, dass es ältere Damen gibt im Land, die mit Bettelpensionen von 400, 500 Euro... Sie hätten die letzten Jahre Zeit gehabt, sie haben nichts gemacht. 500 Euro Bettelpensionen müssen heute Mütter der Aufbaugeneration teilweise auskommen. Wie sollen die leben? Das ist einfach unehrlich, was Sie sagen. Eine konkretisierende Nachfrage noch. Ausgegangen ist es ja von der Frage nach der Haltung von Ewald Stadler zum Thema Abtreibung. Sagen Sie, das ist Stadlers Privatmeinung. So ist es. Teilen Sie die oder nicht? Ich habe das schon mehrfach gesagt, dass das seine Privatmeinung ist, die ich nicht teile. Denn es muss jeder Frau, aber darf ich bitte schon noch ausführen, Frau Thunherr, bitte. Dass Frauen natürlich diese Entscheidung frei treffen sollen. Aber es soll das Leben gefördert werden und dafür wollen wir auch letztlich das sicherstellen, dass Familien und Frauen es leichter haben und das fällt leider. Herr Strache, Sie sprechen von der älteren Generation. Wie viele Pensionisten gibt es in Österreich? Ja, heute haben Sie sich die Zahlen aufgeschrieben. Nein, das müssen Sie als Politiker wissen. Ist ja lebenswürdig. Wie viele Pensionisten gibt es in Österreich? Also die Mehrheit der Österreicher sind heute Pensionisten, das wissen wir, weil heute auf der Demografie... Herr Strache, wissen Sie, was mir auffällt? Sie haben keine Ahnung. Also was soll das? Darf ich das jetzt einmal sagen? Diese Kinder? Sie wissen nicht, wie viele Frauen in Österreich leben. Das heißt Sie wissen nicht, wie viele Pensionisten, nämlich 2,1 Millionen. Wissen Sie, wie viele Mindestrenten es gibt, wie Menschen, denen es nicht gut geht in der Pension? Gibt es sehr viele. Na, wie viele sind gibt das? Es sehr viele. Es gibt sind über 400.000 Menschen. Hierher, es gibt über 400.000 Menschen in Österreich, die unter der Armutsgrenze leiden, weil sie versagt haben. Das stimmt über 230.000 Mindestrenten gibt es. Und denen haben wir geholfen, indem wir die Mindestrente vom Jahr 1999 bis jetzt um 17% erhöht haben. Müssen Sie aber mit den Renten und die dritthöchste Mindestrente in Europa haben. Wir haben für die ältere Generation das Geld, die Entschädigung für die Trümmerfrauen, für die Nachkriegsgeneration eingeführt, die unser Land aufgebaut haben. 42.000 haben das bereits kassiert und genommen und ich bin froh darüber. Wir haben die Kriegsheimkehrer-Entschädigung für die ältere Generation beschlossen. Wir haben das NS-Opferfonds bis jetzt beschlossen. Wir haben getan. Wir haben für die ältere Generation vieles getan, weil mir die ältere Generation etwas wert ist und weil ich im Gegensatz zu Ihnen auch weiß, wie viel wir haben und weil wir auch etwas dafür tun müssen. Sie können es nicht tun. Sie gehen in die Opposition und schimpfen und schreien und plakatieren. Wir wollen in die Regierung, um für die Menschen etwas umzusetzen. Herr Strache, Sie sind doch ein junger Politiker. Es muss doch auch Ihr Ziel sein, gestalten zu können und Österreich nach vorwärts bringen zu können. Und auch gerne, wir wollen österreichische Interessen umsetzen, nicht so wie Sie gegen österreichische Interessen. Die letzten paar Minuten dieser Diskussion würde ich ganz gerne dafür nützen, ein bisschen darüber zu reden, wie es denn weitergehen kann mit Ihnen beiden und Ihren Parteien. Sie haben ja beide 7 Anzeigen vorliegen wegen Verhetzung, Verbreitung falscher, beunruhigender Gerüchte und Herabwürdigung religiöser Lehren. Herr Westenthaler, Sie wollen Innenminister werden. Innenminister mit Vorstrafe wäre aber nicht so gut, oder? Es wäre auch ORF-Moderatorin mit Vorstrafe nicht gut. Sie haben keine Vorstrafe und ich habe keine Vorstrafe. Ich habe auch keine Anzeigen. Und ich werde, schauen Sie, ich habe Anzeigen in den letzten Jahren schon so viele gehabt. Ich bin noch nie verurteilt worden, dazu stehe ich. Ich bin ein rechtschaffender Bürger.
der einen guten Leumund hat und der nicht bestraft worden ist, nicht verurteilt worden ist. Und ich garantiere Ihnen, das wird auch in den nächsten Wochen so sein, denn diese lustigen Anzeigen, die da jetzt hereinflattern, die übrigens von jemandem kommen, der in Österreich rechtskräftig verurteilt worden ist. Das sind ja gegen Sie beide. Naja, aber das, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Es hat uns ja wer geklagt, der in Österreich rechtskräftig verurteilt worden ist. Das sollte man auch mal wissen. Und diese Klagen lösen sich ja deshalb in Luft auf, weil sie mit Zahlen und Fakten widerlegt werden können. Ja, das wird die Justiz daher entscheiden. Ne? Dieser Herr und diese Organisation von links, die uns angezeigt hat, wirft uns vor, mir vor, ich hätte falsch behauptet, dass in Österreich jeder zweite Asylant straffällig wird. Und ich bleibe dabei, jeder zweite Asylant wird straffällig. Jetzt darf ich die Kronenzeitung zitieren. Unter Ihrer Bundesregierung? Jeder zweite Asylant wird nicht straffällig und wird daher auch abgeschoben. Nicht abgeschoben. Und die, die mich jetzt glauben, schönen guten Abend, die sollen das lesen, sollen sie das anschauen. Dann werden Sie merken, dass Sie falsch liegen. Und so wird es sich auch mit allen anderen Klagen verhalten. Das ist einfach so, wenn man in der Politik ist und Menschen können nicht mit politischen Argumenten kommen, dann müssen sie mit dem Gericht kommen. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann hat man ja das Gefühl, in manchen Sachen, obwohl Sie da jetzt natürlich versuchen, Ihre Unterschiede herauszuarbeiten, aber so in der Generallinie sind Sie ja so weit jetzt auch wieder nicht voneinander entfernt. Der große Unterschied ist, dass wir das, was wir sagen, auch machen. Ich würde gerne eine Frage daraus formulieren. Wir wollen umsetzen. Ich würde gerne eine Frage. Die kriegen Sie gerne. Halten Sie eine Wiedervereinigung Ihrer Parteien für möglich? Völlig, völlig ausgeschlossen. Denn Menschen, die sich so charakterlos verhalten haben, Mandatsraub betrieben haben. Der Herr Westenthal hat ja damals den Hut genommen und weiterhin seine Clubobmann-Gage auch kassiert. Und die so eine ÖVP-Anbiederung vorgenommen haben und alle Grundsätze über Bord geworfen haben, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und wenn Unwahrheiten behauptet werden, bitte auch in der Ausländerbeschäftigung, bitte, wir haben Höchststand in Österreich. Erstmals wurde jetzt die Grenze von 400.000 Menschen, von ausländisch beschäftigten Menschen in Österreich, bitte, über 12% aller Beschäftigten. Wir haben 250.000 Menschen ohne Arbeit und sie tun Statistiken fälschen, indem sie die Leute ins AMS schicken zu Umschulungen, um dann der Öffentlichkeit vorzugaukeln. Es seien weniger geworden. Und das ist ja genau der Punkt. Die Menschen haben durchschaut, dass sie völlig unglaubwürdig sind. Völlig unglaubwürdig, dass sie genau das Gegenteil immer gemacht haben von dem, was sie gesagt haben. Und das wird auch am 1. Oktober der Wähler bestrafen. Denn sowas will man nicht. Herr Westenthaler, auch für Sie undenkbar. Ich habe immer gesagt, dass ich möchte, wenn ich zurückkomme in die Politik, dann möchte ich ein Brückenbauer sein und kein Sprengmeister. Wir haben immer gesagt, wenn diese Gruppe, die Sprengmeister von Knittelfeld sind, die Menschen für dumm verkaufen, indem sie ihnen das eine versprechen und das andere dann nicht halten, auch übrigens im Ausländerbereich, der Strache hat ja gefordert, dass alle illegalen Ausländer in Österreich 40.000 illegale Pfleger werden sollen. Sie leider bekommen. Der Herr Strache möchte weitere Gastarbeiter holen, im Tourismusbereich zum Beispiel und in anderen Bereichen, ganzen Zitate da. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine geordnete Politik machen. 40.000 illegale Pfleger durch Sie in Österreich. Und daher sagen wir, wenn es uns gelingt, und das ist jetzt mein Angebot auch an die vielen freiheitlichen Wähler, wenn es uns gelingt, diesen destruktiven Kurs zu beenden, die FPÖ sozusagen aus dieser Situation, die sie der Herr Strache führt, aus dieser Geiselhaft zu befreien, wenn wir vor der FPÖ liegen bei der Wahl und die Chancen stehen gut, dann werden wir dieses Lager zusammenführen. Dafür stehe ich. Und wenn nicht, so sportliches Angebot. Das ist so lebenswürdig. Und wenn nicht, dann führen Sie weiter die FPÖ gegen den Baum, so wie Sie das in Knittelfeld gemacht haben. So wie in Wien bei 15%. Dann können Sie alles, was da liegt, Ihre ganzen Zettel einpacken, weil Sie können überhaupt nichts umsetzen. Sie haben es in Wien nicht zustande warten Sie gebracht. Noch, was wir noch durchsetzen. Und Sie können es nicht, weil Sie nicht regieren wollen. Und wir werden können. Österreichische Interessen im Unterschied zu Ihnen durchsetzen. Sagen Sie haben leider Gottes österreichische Interessen verkauft und verraten. Sie wollen einen roten also wir werden von der SPÖ ausgegrenzt, Sie wissen bitte. Das. Die SPÖ grenzt uns genauso aus wie die ÖVP. Das wissen Sie und sagen die Unwahrheit. Ich stelle eine Nachfrage zu diesem Thema. Aber bitte. Man sieht ja, dass sozusagen auf der menschlichen Ebene hat man ein bisschen das Gefühl, dass Sie beide jetzt nicht gerade so gleich ticken, wie man heutzutage sagt. Wenn sich jetzt herausstellen würde, es würden sich in beiden Gruppierungen, würde sich die Überzeugung manifestieren, es wäre doch gescheiter, das rechte Lager wäre wieder geeint, aber mit den beiden an der Spitze geht das nicht. Wären Sie dann bereit, im Interesse einer gemeinsamen rechten Bewegung sich wieder zurückzuziehen? Es gibt nur ein Lager, ein freiheitliches Lager. Es gibt nur ein freiheitliches Lager seit 50 Jahren und das ist die FPÖ. Seit 50 Jahren existiert diese FPÖ und das, was Sie jetzt versucht haben, Etikettenschwindel zu betreiben, aber destruktiv sind doch Sie in den letzten Jahren gegen die österreichischen Interessen. Sie führen diese Partei wie Knittelfeld das zweite Mal gegen die Wand. Sie sind leider Gottes jemand, der genau freiheitliche Interessen verkauft hat und das haben die Menschen durchschaut. Und deshalb haben Sie auch in Wien und in der Steiermark die
Absage erhalten, weil man mit solchen Personen nichts zu tun hat. Sie haben inseriert in Wien bei der Wiener Wahl für das BZÖ und haben dort ein Prozentpunkt knapp erreicht, deutlich hinter der KPÖ gelegen. Das zeigt ja den Stellenwert, den ihnen die Österreicher heute geben, weil sie genauso ein Verhaltensmuster nicht wollen, das sie gelebt haben. Also mir geht es um ein geeintes, nicht drittes Lager, weil diese Ideologieverein, der dort drüben besteht, der interessiert mich nicht. Sondern mir geht es darum, eine freisinnige, freiheitliche Zukunftsbewegung zu gestalten. Und zwar in der Tradition 1986 bis 1999. Susanne Riesbasser, Karl-Heinz Grasser, Jörg Haider, Patrick Bablé, Horst Schender, alle, die da mitgearbeitet haben, alle, die damals dieses große Projekt wirklich durchgebracht haben und nicht der Herr Steger, der jetzt bei Ihnen übrigens ist, ist ja unfassbar. Der Haider ist der Steger von heute. Der Herr Steger, der bis 1986 diese FPÖ als Loser der Nation kaputt gemacht hat, der ist jetzt Ihr Chefberater. Nein, ich wünsche Ihnen alles Gute. Unsinn. Der erklärt Ihnen Riesberg ab. Das ist ein völliger Unsinn. Das ist wunderbar. Ist der Haider ist der Steger von heute. Und ein Steger hat der Partei nie Schatten hinterlassen und da hat er sich korrekt diese FPÖ kann nichts umsetzen. Kann daher, dieser Herr Strache, der hier sitzt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als der Handlanger der SPÖ. Wer Strache wählt, wählt die SPÖ. Und wer BZÖ wählt, hat eine verlorene Stimme. Es ist offenbar, meine Damen und Herren, offenbar nicht zu handeln, dass einer der beiden Herren das Schlusswort hat. Sie können sich nicht darauf einigen, welcher es dann nun haben soll. Also haben sie sich beide genommen. In einer Sache darf man sagen, sind die beiden voll auf Schiene. Sie haben ganz genau gleich lang gesprochen. Meine Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, auch für die Diskussionsbereitschaft. Meine Damen und Herren, ich danke auch Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Das war die Konfrontation Nummer 7 vor der Nationalratswahl. In 16 Tagen wird gewählt. Bis dahin stehen noch 5 Runden auf dem Programm. Bilden Sie sich selbst Ihre Meinung gleich wieder nächsten Dienstag, wenn Grünen-Chef Alexander Van der Bellen mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache diskutieren wird. Dieselbe Zeit. Herr Westenthaler, bitte. Dieselbe Station. Für heute noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Hochmut kommt von dem Fall. Ja, bitte.